Herzlich willkommen zur inzwischen 13. Ausgabe des Telestammtisch. Wir sind jetzt also quasi über ein Jahr alt und das ist ziemlich geil. Und wir hätten es kaum gedacht, dass es so weit kommen wird, dass wir uns hier einmal im Monat zusammentreffen, Geeks mit Geeks plaudern. Jeder bringt sein Hobby und sein Thema selbst mit und dann redet man einfach mal drüber, so ganz ungezwungen, loggerflockig. Und auch heute ist es so, dass wir uns wieder hier zusammengefunden haben. Wir sind diesmal ganze 5 Leute hier in der Runde. Neben einem alteingesessenen Stammgast habe ich heute auch 3 neue Gäste am Start, die wir uns natürlich mal ganz genau vornehmen werden. Der Telestammtisch ist ein Konzept, das hat sich von Anfang an eigentlich nicht großartig geändert. Es ist und bleibt ein Hobby-Podcast. Nicht etwa einfach nur, weil das mein Hobby ist. Nein, weil hier jeder kommt und eben auch seine Hobbys vorstellen kann. Hier geht es thematisch um Hobbys. Das heißt, es kann die Briefmarkensammlung sein. Können die Bügelperlen sein. Aber genauso gut eben auch die Comics, die Filme, über die man einfach mal quatschen muss. Und heute haben wir 2 Themen, die haben wir in der Form noch gar nicht bedient. Die im weitesten Sinne, also auf jeden Fall definitiv mit Fotografie zu tun haben. Und es wird erstmalig bei uns auch um Games gehen. Da werden wir also einsteigen. Da könnt ihr sehr gespannt sein, wie wir uns da heute mit ins Boot geholt haben. Und wir fangen da einfach mal ganz vorne an. Andersrum. Ich war vor kurzem in Dreieich auf einer Veranstaltung. Das war so eine Kreativmesse. Sau cool, viele tolle Leute, die tolle kreative Sachen ausgestellt haben. Aber 2 Personen, die sind mir da auf jeden Fall sofort aufgefallen, weil die nämlich ihre Bilder ausgestellt haben. Fangen wir mal vorne an. Hallo, ich bin der Andi. Wer seid denn ihr beide? Hallo, wir sind Stefanie und Norman. Wir haben uns kurz kennengelernt auf der Foto, also auf dieser Kreativmesse in Dreieich, wo wir unsere Fotos ausgestellt haben. Wir fotografieren, erkunden und reisen sozusagen zu Lost Places und möchten heute ein bisschen was über unser Hobby erzählen. Sau geil. Also da müssen wir, glaube ich, mal so ein bisschen vorne anfangen. Lost Places, was kann man sich darunter vorstellen? Davon mal abgesehen, dass wir natürlich alles verlinken werden. Auch eure Facebook-Seiten, wo man sich einen guten Eindruck von eurer Arbeit machen kann. Aber was erwartet denn denjenigen, der eure Fotos anschaut? Derjenige, der unsere Fotos anschaut, der bekommt eine ganz andere Welt gezeigt, die er vielleicht im normalen Alltag gar nicht so wahrnimmt. Die Orte, die wir besuchen und fotografieren, die haben meistens eine Geschichte hinter sich und es geht eben hauptsächlich um Bauruinen oder eben verlassene Gebäude. Sau cool, mega interessant. Da gehen wir auf jeden Fall dann gleich noch in die Details, werden uns ein bisschen unterhalten, wie ihr auf die einzelnen Plätze kommt, mit was ihr für eine Technik ihr arbeitet und wie es euch überhaupt erwischt hat, wie es dazu kam, dass ihr da euch mit dieser Kunst, das ist definitiv Kunst, beschäftigt. Dazu kommen wir also gleich zu sprechen. Also das war noch der Norman, der sitzt da im Hintergrund, der hat sich jetzt gar nicht beteiligt. Hallo Norman. Ja, hallo, ich grüße euch alle. Ja, für die Details, ne, bin ich dann zuständig und dann gibt es noch ein paar Tipps und Tricks in Sachen Bildbearbeitung. Alles klar, danke. Nummer 3 in der Runde ist ein Neuzugang auf geekwiz.de. Hi Chris. Hallo. Chris, du bist bei uns aktuell sowas wie der Experte fürs Gaming. Habe ich das richtig verstanden? Das kann man schon so sagen. Ja, seit Februar ungefähr mache ich das, ne? Schreibe Reviews über verschiedene Games. Ja. Und ja, heute habe ich dann noch was ganz Besonderes dabei. Was ist denn dein Thema heute? Mein Thema wird der Super Nintendo Entertainment System in Mini-Format sein, sprich SNES Mini. Der kam jetzt letzten Monat raus und ich hatte das große Glück, konnte am Release einen ergattern und werde darüber ein bisschen was dazu sprechen. Dann also an dieser Stelle schon mal herzlichen Glückwunsch für dein Glück. Das ist ja, das ist also, ich meine, wer die eBay-Preise kennt, weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, so einen Teil sein eigen nennen zu können. Das ist schon mal vielen Dank. Da bin ich sehr gespannt, auf was wir da zu sprechen kommen werden, wie es mit der technischen Umsetzung aussieht. Ja, auch bei deine Eindrücke, also da freue ich mich schon drauf. Und Nummer 4 hier heute in der Runde ist ein Stammgast, der einer unserer Comics-Experten. Hallo Nick. Hi. Moin Sie. Ja, ich bin mal wieder dabei. Ich glaube, vorstellen für die, die mich hier noch nicht kennen. Also ich arbeite in Anführungszeichen. Ich arbeite gerne mit bei Geek Whisper. Ich lese hauptsächlich Comics, Bücher, schaue gerne Filme und das, was ich da in den letzten Wochen so geschafft habe, das bringe ich dann gerne mal mit in den Stammtisch. Heute ist es Kingsman, The Secret Service, ein Comic, der auch relativ zeitnah danach verfilmt worden ist. Und darüber verliere ich dann gerne mal ein paar Worte.
Da freuen wir uns schon drauf. Gerade Kingsman, der aktuell sehr, sehr beliebte Marke, sehr gute Marke. Der zweite Film kam ja auch nicht ohne Grund in die Kinos. Auch da bin ich mal gespannt, wie das vielleicht so im Vergleich von Film und Comic aussieht. Genau. Denn den habe ich zufälligerweise nämlich den ersten auch erst vor kurzem gesehen. Super. Dann würde ich sagen, stürzen wir uns mal auf unser Fotografenteam. Also ich habe ja mir mal erlaubt, euch auf Facebook ein bisschen zu stalken. Das mache ich nämlich immer. Und das ist ja einfach nur fantastisch. Also das, ihr habt ja schon gemeint, das sind also Fotos von verlassenen Orten. Was ist denn jetzt ein verlassener Ort? Ist das einfach nur mein Fahrradkeller oder ist das eine alte Höhle? Was sind verlassene Orte für euch? Verlassene Orte sind Orte, die von Menschen normalerweise nicht mehr aufgesucht werden, weil sie entweder stark einsturzgefährdet sind oder von Schimmel befallen sind oder weil sie halt schlichtweg aus der Mode gekommen sind, wie alte Hotels oder Krankenhäuser. Und wie kommt es dazu, dass man sowas fotografiert? Also was ist da, wie kamt ihr dazu? Das war eigentlich das Bedürfnis, mal was anderes zu fotografieren, wie, ich sag mal, ein Blümchen im Garten. Ich wollte halt schon außergewöhnliches Motiv fotografieren. Hatte ganz ursprünglich angefangen mit der Paintball-Fotografie. Und dann war ich halt ein, zwei Mal auch in verlassenen Orten drin. Und das würde ich dann halt zwischenzeitlich schon als Sucht bezeichnen. Was meinst du denn mit Sucht? Meinst du jetzt das Finden der Orte oder das Fotografieren der Orte? Ich sag mal, wie als auch, aber hauptsächlich, wenn man vor Ort ist, das Erkunden. Das ist ja immer Nervenkitzel, Adrenalin. Das ist halt Spannung, Action pur. Macht halt Spaß. Okay, weil das irgendwie auch nur so halblegal ist, auf diese Orte zu gehen, vermute ich, oder? Ja, ich sag mal, halblegal, das tut's ganz gut. Es gibt zwar zwischenzeitlich auch Orte, die man gegen Eintritt besuchen kann, aber überwiegend ist es so eine Grauzone. Wenn man erwischt wird, ist es wohl Hausfriedensbruch, was vom Besitzer quasi angezeigt werden muss, aber oftmals gibt es da keine mehr, wo sich da wirklich dafür interessieren. Und also wie kommt man denn an diese Orte? Also gibt's irgendwie so Tipps oder geht ihr einfach extrem viel wandern und findet dabei irgendwas? Wie ist das? Also mittlerweile hat man sich ja mit der Zeit so ein kleines Netzwerk aufgebaut von Gleichgesinnten, mit denen man sich ab und zu mal austauscht. Aber wenn man eben, ich sag mal, interessant bleiben will, braucht man eben ständig neue Orte. Und die findet man halt eben auch nur, wenn man sich selbst um die Recherche kümmert und wenn man halt überall Augen und Ohren offen hält, sag ich jetzt mal. Habt ihr da irgendwelche besonderen verlassenen Orte im Sinn oder ist euch alles recht? Gerade auch vielleicht, was so die, sag ich mal, die Bauzeit der Gebäude angeht oder der Orte? Oder nehmt ihr, was geil aussieht? Ja, ich sag mal, wir besuchen gerne alte Schlösser oder Krankenhäuser, was halt geschichtsträchtig ist. Und im Prinzip ist es immer so, je nachdem, in welche Richtung man fährt. Bestimmte Regionen haben immer bestimmte Orte zu bieten. In der einen Region gibt es mehr kleine Bauernhäuschen, in den anderen Regionen gibt es jetzt eher diese großen Gutshöfe. Das kommt immer darauf an, in welche Richtung man fährt. Und es sind grundsätzlich aber eher Gebäude und Immobilien als jetzt Landschaftsgeschichten, oder? Ja, das kann man so sagen. Oder Autos, je nachdem, was man mal im Wald findet. Aber überwiegend sind es halt Häuser oder Schlösser, sowas in der Richtung, genau. Okay, bei so einer Immobilie oder also von Menschen gemachten Sachen, denke ich, ist dieser verlassene Aspekt, der ist da wahrscheinlich herausragender als jetzt meinetwegen bei einem Waldweg. Ja, weil der ist wahrscheinlich per Definition ziemlich verlassen. Okay. Also was wir immer wieder gerne halt fotografieren, sind zum Beispiel alte Stuckdecken, wo halt schon der Stuck halb am Runterpurzeln ist, wo man halt quasi sieht, dass es alles nochmal zurückgeht auf Ursprung. Also quasi, wenn man sieht, wie die Bäume nochmal reinwachsen oder so, das ist quasi das Motiv, was wir suchen. Oder viel Moos mit drin. Das ist eigentlich das Motiv, was wir jagen. Kann man sagen, das ist so eine Art, wobei, ist es eine Art modernes Stillleben? Kann man das so sagen? Ja, also im Prinzip kann man das so sagen. Es kommt halt immer darauf an, in welchem Place man gerade ist. Bei dem einen gibt es halt viel mehr Details, die man fotografieren kann. Und bei den anderen, bei den Schlössern zum Beispiel, sind es wirklich die großen Räume. Das ist dann eher Richtung Architektur. Also kommt immer darauf an, was man in dem Ort an sich geboten bekommt dann. Vielleicht sollten wir zunächst erstmal kurz auf euch zu sprechen kommen, auch wie das mit dem Fotografieren überhaupt, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Seit wann seid ihr denn schon dabei? Wir sind jetzt seit gut 3 Jahren am Fotografieren, haben uns dadurch auch kennengelernt.
Und ja, und reisen seitdem quer durch Europa, sage ich mal. Ah, okay, also doch ein großer Einsatzort, mit dem wir da, den ihr abdeckt. Genau, also ich sag mal so, im Radius bei uns daheim um 3 Stunden brauchen wir eigentlich nichts mehr besuchen zu fahren, das haben wir alles abgegrast. Also. Also im Prinzip findet man zwar überall mal was Neues, aber um jetzt auch an die großen Sachen, wo wir schon ewig im Auge haben, ranzukommen, muss man eben halt auch weite Strecken auch mal über Grenzen wie zum Beispiel nach Belgien, Frankreich oder Italien überwinden. Okay. Und diese Orte, die sind jetzt nicht zwangsläufig auch Urlaubsorte, die ihr sowieso angesteuert hättet, sondern eben Tipps, die ihr bekommen habt, das aufgrund eures Netzwerks zum Beispiel. Ja, also wir waren jetzt in letzter Zeit auch viel im Osten Deutschlands unterwegs gewesen, für Ballsäle zu fotografieren. Ich glaube nicht, dass da heute noch jemand hinfahren würde, für so Urlaub zu machen, ne? Muss man mal so sagen. Also wir machen gezielt so Urlaub, dass wir halt die gewünschten Motive fotografieren können. Das heißt, ihr seid auch getrennt voneinander zur Fotografie gekommen. Wie hat es denn euch jeweils dazu verschlagen? Also, was ist für euch das Besondere am Fotografieren? Also bei mir war das zum Beispiel so, dass ich eigentlich vom Kind an immer eine Kamera in die Hand bekommen habe. Fotografieren hat mich schon mein ganzes Leben lang begleitet. Man hat sich mal an Landschaften versucht. Ich habe mich auch immer an meinen Freundinnen versucht. Wir haben immer so kleine Shootings gestartet. Und irgendwann konnte ich es mir halt nicht mehr wegdenken. Und die Ausrüstung ist halt auch immer gewachsen. Und im Endeffekt bin ich dabei geblieben und habe jetzt mein Motiv. Also meine Motive, die ich jetzt favorisiere, gefunden. Und ja, ich hoffe auch, dass das so bleibt. Aber dann schon auch wirklich mit dem, also wirklich auch mit einem künstlerischen Anspruch, wie es scheint, und das auch zu veröffentlichen, oder ist da auch vieles für den Privatgebrauch dabei? Also natürlich haben wir unsere ganze Wohnung, sage ich jetzt mal, mit unseren Fotos gepflastert. Aber im Prinzip das Fotografieren an sich, wie wir es jetzt auf diese Art und Weise machen, das hat schon mehr den künstlerischen Aspekt. Also wir sind jetzt eher nicht so die Schnappschussjäger, die jetzt alles Mögliche im Alltag festhalten müssen, sondern wir konzentrieren uns wirklich auf das, was man zum Beispiel jetzt auf unseren Facebook-Seiten sehen kann. Okay, dann eben auch wirklich mit einem künstlerischen Aspekt, die auch Fotos, die eine gewisse Vorbereitungszeit vielleicht auch brauchen, einfach auch, oder? Genau, also so out of cam ist es bei uns jetzt eher nicht so. Wir bearbeiten die Bilder eigentlich immer vor, bevor wir sie veröffentlichen, damit wir halt auch nochmal unseren persönlichen Stil in die Motive reinarbeiten können. Auf die Nachbearbeitung und die Technik würde ich gleich gerne noch zu sprechen kommen, weil das, glaube ich, auch nochmal ein Thema ist, das jetzt gerade diejenigen, die sich in der Fotografie auskennen, bestimmt auch interessiert. Mir ist vor allem aufgefallen, und ich bin ja nun wirklich nur Laie in dem Bereich, dass das, also ihr auch einen besonderen Fokus immer legt. Das ist also nicht, das sieht immer aus, als wären die Fotos, so wie sie sind, perfekt so gewollt. Da ist jeder Zentimeter eingestellt, da gibt es kein Balken oder kein Detail, das jetzt noch zufällig mit auf dem Foto drauf ist, sondern auch eben definitiv so geplant war, oder viel auch arbeitet ihr mit symmetrischen Bildern, die also quasi fast wie gespiegelt wirken. Ist das eine Sache, die ihr euch einfach selbst beigebracht habt? Hattet ihr da irgendwie Hilfe oder vielleicht sogar gibt es da ein Buch, das man dazu lesen kann? Wie war das? Also man kann halt sehr viel über YouTube lernen, was wir uns eigentlich auch so angeeignet haben. Die Stefanie konnte durch ihre Ausbildung zur Mediengestalter halt auch viel im Photoshop lernen, was sie mir dann beigebracht hatte. Und so läuft das. Ja, wir arbeiten zwischenzeitlich auch nur noch mit Stativen wegen den Belichtungsreihen. Und dadurch sind halt die Bilder auch immer quasi schon perfekt ausgerichtet. Ah, okay. Das heißt, da wird dann nicht nachträglich nochmal groß rumgeschnibbelt. Ja, wir passen das schon noch ein bisschen an und ziehen ein bisschen was zurecht, weil wir fotografieren überwiegend mit einem Weitwinkel. Dadurch hat man immer eine leichte Verkrümmung im Bild drin. Also diese Verkrümmung bekommst du quasi nur in Photoshop raus. Richten wir nichts mehr aus. Also eigentlich alles vor Ort. Das braucht auch einmal gute Zeit, bis man ein Bild dann vor Ort geschossen hat. Wie viel müsst ihr da, müsst ihr jetzt also nachbessern? Sind da wirklich dann nochmal, dass hier nochmal eine Strichstärke irgendwie korrigiert werden muss? Oder sind die Fotos schon im Regelfall das, was, also entsprechen die dem Original, der Vorlage? Also im Prinzip kommt es auch immer darauf an, wie dunkel es vor Ort gewesen war bei der Aufnahme. Je nachdem, wenn man immer so einen gleichen Bildlook haben möchte, muss man eben gucken, dass man auch seine Farben, egal wie dunkel das Ausgangsbild ist, halt so ein bisschen angepasst bekommt.
Also ich habe jetzt mal unten in die Textdatei auch mal ein Bild hinzugefügt, wo man quasi die Bearbeitung sehen kann. Wir bearbeiten quasi auch gerne die Bilder ein bisschen in Richtung Surreal. Und wie gesagt, ganz normal aus der Kamera raus werden die Bilder auch oftmals nach meinem Geschmack ein bisschen zu fade. Mhm. Also ein bisschen Kontrast arbeiten wir gerne noch nach. Oder so Sonneneffekte arbeite ich auch gerne mit rein. Das sind so die Dinger. Man muss sich ja ein bisschen absetzen, sag ich mal, vom Rest. Da würde ich tatsächlich wirklich gleich gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen, gerade auch so, was für Programme ihr vielleicht empfehlen könnt. Aber was wir noch gar nicht gemacht haben, Norman, war es jetzt über deine Anfangszeit zu sprechen. Wie bist du denn zur Fotografie gekommen? Was hat dich denn daran gereizt? Es ging damit los, im ehemaligen Paintball-Team hatte ich es immer wieder vermisst, dass wir keine Bilder vom Spieltag haben. Mhm. Daraufhin hatte ich mir halt eine Kamera gekauft und das Thema Fotografieren hat mich dann irgendwann so interessiert, weil es halt auch einfach so umfangreich ist, dass ich dann irgendwann das Paintball eingestellt habe und mich jetzt nur noch aufs Fotografieren beschäftige, konzentriere. Und ja vermutlich auch viel Zeit und auch Geld frisst, oder? Das kann man so unterschreiben, genau. Also man geht davon aus, wenn man jetzt eine Spiegelreflexkamera im Bereich von wieder fotografieren, legt man so 1200 Euro an. Das ist das gleiche nochmal für Objektive. Also da geht man irgendwann nur noch fürs Fotografieren dabei. Ja. Soweit ich das als Laie überhaupt beurteilen kann, macht das, wie gesagt, alles einen sehr, sehr professionellen Eindruck, was ich da eben bei eurer Ausstellung gesehen habe, wo man eben auch eure Bilder ja zum Teil erwerben kann. Mal davon abgesehen, dass wir natürlich in den Shownotes alle Links posten und einfügen werden und man auf jeden Fall auf eure Seiten kommen wird, um dann auch zum Beispiel mal Kontakt mit euch aufzunehmen. Macht ihr das vor allem also einen wirklich sehr professionellen Eindruck auf mich? Ist es so, dass ihr davon bereits leben könnt oder ist das jetzt aktuell mehr so ein semi-professionelles Level für euch? Also mit dem Verkauf von den Bildern haben wir jetzt vor kurzem erst angefangen und daher kann man schon mal ganz sicher sagen, dass wir momentan noch nicht davon leben. wir werden jetzt anfangen, uns so langsam einen Online-Shop aufzubauen, bei dem wir unsere Motive verkaufen und wir haben jetzt auch schon einen Kalender für das nächste Jahr in Planung. Und ja, man sieht uns dann wahrscheinlich mehr und mehr auf Märkten und eben auch online vertreten mit unseren Produkten. Ah ja, cool. Kann man schon sagen, wo man euch das nächste Mal live sehen wird? Ja, das nächste Mal findet das hier im Nahkreis statt, am 11. Oktober. Entschuldigung, 11. November. Auf der Tattoo Convention in Kirn kann man uns sehen mit unseren Bildern und unserem Stand. Ah ja, gut, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das da passt. Ja. Um es nochmal zu betonen, ich bin da totaler Laie. Ne? Also ich hole mein Handy raus und mache für den Telestammtisch gelegentlich Schnappschüsse von den Interviewpartnern, aber ich bin weit, weit weg davon zu wissen, wie das mit der Fotografie funktioniert. Könnt ihr für mich als Laien und vielleicht auch für interessierte Zuhörer mal sagen, mit was für Technik ihr arbeitet, was das vielleicht auch die Besonderheiten an dieser Technik sind, weil ich mir zum Beispiel vorstellen kann, dass man so diese verlassenen Orte mit einer anderen Technik angeht, als man jetzt meinetwegen Porträtfotos machen würde. Also im Prinzip zu unserer Grundausrüstung, wenn wir sozusagen Urwechsel gehen, wenn wir jetzt vorhaben, wir möchten einen Lost Place fotografieren, haben wir natürlich immer unsere Kameras dabei, ganz klar ein Weitwinkelobjektiv, was wir auf jeden Fall brauchen, um die Größe des Raumes auf ein Bild zu bekommen. Dann ein Stativ ist auf jeden Fall wegen der Dunkelheit super wichtig, damit, weil man eben Belichtungen machen muss, damit das Bild eben nicht verwackelt, wenn man mehrere Aufnahmen macht oder eben eine lange Belichtung. Und was auf jeden Fall immer dabei sein muss, ist eine Taschenlampe. Ohne die findet man womöglich noch nicht mal in den Ort rein. Weil es so dunkel ist und ihr nur in der Nacht unterwegs seid. Ja, es gibt ja viele Orte, wo dann halt auch komplett dunkel drin ist. Da muss man halt mit der Taschenlampe ein bisschen ausleuchten, dass man überhaupt was aufs Bild drauf bekommt. Und wenn wir dann später nochmal daheim sind, geht es in Photomatic geht es dann weiter für Belichtungsreihen zu erzeugen, dass man halt quasi mehr Kontrast ins Bild reinbekommt. Und der nächste Arbeitsschritt wäre dann in Photoshop für das Bild auszurichten, noch ein bisschen nachzuschärfen. Genau, das okay, so. Das sind jetzt also die beiden Software, die beiden Softwareprogramme, mit denen ihr arbeitet. Photoshop und Photomatic, hast du jetzt gesagt? Genau, genau. Das sind das so die, wie gesagt, kenne ich ja nicht so aus, aber ist das jetzt so eine Art, das sind also Photoshop kennt man natürlich, aber Photomatic ist es ein bekanntes Software, das ist also kein Geheimtipp, sage ich mal, oder ist das nicht so?
Also Photomatix ist eben für die HDR-Bearbeitung, wenn man eben ein Bild sozusagen aus 5 Bildern erzeugt, ist das unserer Meinung nach ein gutes Programm, womit man die nötigen Ergebnisse dann erzielen kann. Wir arbeiten natürlich auch nebenbei noch mit anderen Programmen, wie zum Beispiel Apache oder der Norm arbeitet mit Lightroom. Aber die Hauptsache machen wir wirklich in Photomatix, beziehungsweise dann Retuschearbeiten, falls da was zu machen wäre an dem Motiv, erfolgen dann in Photoshop. Was auf jeden Fall noch ein nützlicher Tipp wäre für Neueinsteiger, wäre das Nick Collection. Das ist ein Plugin für Lightroom. Das kann man halt ganz schnell tolle, ich sag mal, Bildstimmung erzeugen. Da sind halt viele Filter drin. Und die kann man quasi nur über das Bild drüber legen. Das war auf Dauer ist das nichts, weil man dann in sämtlichen Formen dafür zerrissen wird, wenn man so einfach arbeitet, aber für den Anfang ist das eigentlich ganz nett. Ja, und lasst mich raten, ihr seid auch auf Mac unterwegs und nicht auf Windows. Ja, das stimmt, Natürlich. genau. Also im Fotobereich, glaube ich, kommt man da nicht drum rum. Ne? Die meisten, also viele Podcasts sind auch so am Start. Für den kreativen Bereich ist Mac wohl tatsächlich häufig eine gute Wahl. Ja, dann vielleicht noch für die Experten da draußen, die jetzt also und eure alteingesessenen Fans, vielleicht haut uns noch mal ein paar Zahlen und Daten um die Ohren. Mit was für Kameras seid ihr jetzt direkt unterwegs? Was ist vielleicht so die nächste Anschaffung? Ja, was habt ihr da aktuell an Equipment? Also wir sind unterwegs mit der Kamera 6D von Canon, das ist ein Vollformat. Die Steffi ist mit der D7100 unterwegs, das ist noch eine Crop-Kamera. Die nächste Investition wird auch ein Vollformat für sie sein. Als Weitwinkel kann ich empfehlen für auch die 6D das 16 bis 35 mm von Canon aus der L-Serie. Ist eigentlich so bei jeder Blende noch schön knackig scharf. Und als Stativ kann ich eigentlich empfehlen von Manfrotto, das 0,55. Das hat einen schönen Drei-Wege-Neiger dran und noch einen Galgen zum Ausschwenken, wenn man in Treppehäuser rein fotografieren möchte. Ah ja, cool. Cool, das ist auf jeden Fall mal eine Liste, die man sich vom Weihnachtsmann wünschen kann. Sehr schön. Genau, dann vielleicht noch zum Schluss ganz kurz. Also ihr habt wirklich wahnsinnig viele tolle Locations anscheinend auch in den letzten Jahren schon gefunden und fotografiert. Was war denn so für euch persönlich so das Highlight? Also was denkt ihr, das ist eine Sache, die wird euch noch länger in Erinnerung bleiben, einfach weil auch vielleicht die Ergebnisse toll geworden sind? Ja, da fällt mir doch ganz spontan eine Geschichte zu ein. Und zwar ging es um ein altes Schloss. Die Situation war folgende: Wir waren auf Tour gewesen, die wohl nicht so gut geplant war. Die Laune war schon fast im Keller und wir haben eben auf unseren Online-Karten geguckt, was denn eventuell in der Nähe interessant sein könnte. Dann sind wir zu so einem Schloss gefahren. Ich hatte keine Bilder hinterlegt. Wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Und der Tag hat sich sowieso dem Ende zugeneigt. Und dann haben wir einfach Zeit investiert und versucht, naja, vielleicht kommen wir an das Schloss rein. Und ja, da gab es ein paar Hindernisse zu überwinden. Ganz normale Dinge wie Zäune oder Mauern. Da sind wir ewig auf diesem Gelände rumgerannt und wollten unbedingt in dieses Schloss, weil wir wenigstens noch irgendwas fotografieren wollten, wobei wir nicht mal wussten, ob da drin überhaupt was Sehenswertes ist. Und ja, dann haben wir am Schluss einen ziemlich komplizierten Weg hineingefunden und waren erstmal wirklich lange damit beschäftigt, bis wir in dem Schloss drin waren. Ich glaube, es waren um die 2 Stunden, die wir gebraucht haben, bis wir wirklich einen funktionierenden Eingang gefunden hatten. Und dann sind wir in das Schloss rein und sind die Treppen hochgegangen und haben ein riesengroßes Tor gesehen, mit Stuck verziert und also eine riesengroße zweiflügelige Tür. Und dann sind wir vor die Tür gegangen und der Norm hat die Tür so ein bisschen aufgestoßen und dann war da ein riesengroßer Ballsaal drin gewesen, den wir eigentlich schon Ewigkeiten gesucht haben, wo wir niemals wussten, wo sich der befindet und an so einem Tag haben wir ihn dann gefunden. Das war total überwältigend. Das ist der, wo den ihr gerade geschickt habt. Genau, das ist der Ballsaal. Sieht echt klasse aus. Also wenn ich darf, würde ich das auf jeden Fall mit dann auch für die Zuhörer mit in das Video packen, damit man mal eine Vorstellung hat, was ihr da eigentlich die ganze Zeit macht. Das sieht echt beeindruckend aus. Echt schick. Das war's auf jeden Fall, ja. Gab's auch eigentlich schon mal eine
sag ich mal, schwierige Situation, wenn man da an so Orten ist, wo man vielleicht nicht unbedingt erwünscht ist, wenn es jemand wüsste, oder wo vielleicht ja auch, ich meine, das sind ja auch Orte, wo vielleicht Obdachlose oder so, oder jetzt, ohne den Vorwurf machen zu wollen, aber es kann ja sein, dass man da mal in eine Situation gerät, die vielleicht nicht so optimal ist. Also, wir waren vor 3 oder 4 Wochen in Paris gewesen. Da waren wir an einem alten Schloss dran gewesen und da sind wir quasi mit Mistgabeln verjagt worden. Da war ein Riesengeschrei am Start. Okay. Das war so bis jetzt das Brenzligste. Ah, okay. Ja, gut. Aber da, ihr seid noch nicht in der Zelle aufgewacht morgens. Nee, das Gott sei Dank noch nicht. Das wird auch hoffentlich so schnell nicht passieren. Oder hast du den Stafford am Bein hängen oder so ähnlich? Nee, aber cool. Ich kann mir vorstellen, dass das durchaus einen Reiz hat. Also hier in der Nähe bei uns mittlerweile nicht mehr existent. Das wäre vielleicht vorher auch interessant gewesen. Ein altes Bahnhofsgelände. Der Bahnhof komplett verlassen. Also da war nichts mehr, nur noch Schrott. Und Leute haben dann unter den Bahnsteigen teilweise gelebt und so. Also Obdachlose hin und wieder mal. Ich glaube, das ist ja sowas, findet man, glaube ich, echt immer mal wieder, wenn man das entsprechende Netzwerk hat. Wahrscheinlich auch in jeder Stadt. Ja. Natürlich, also wenn man die Augen aufhält, dann kann man das eigentlich in jedem Ort finden. Also wir sind immer der Meinung, wenn jemand fragt, könnt ihr uns Tipps geben, wir finden nichts, dann sind wir immer der Meinung, man muss einfach immer erstmal selber gucken, weil wer sucht, der findet. Und das ist aber auch wirklich einfach so. Das glaube ich, und das glaube ich auch schön, wenn man da online wirklich ein bisschen vernetzt ist. Das schreiben wir uns vom Telestammtisch ja immer auch groß auf die Fahnen. Leute zu kennen in der Szene ist ganz cool. Ich glaube, dieser Begriff Urbex, den habt ihr euch auch nicht ausgedacht, ne? So nennt sich die Szene, habe ich richtig, oder die Stilistik, oder wie läuft das? Genau, also im Prinzip Lost Place Fotografie oder Urbex, wobei Urbex auch nicht unbedingt zwingend was mit Fotografieren zu tun haben muss. Das kann ja auch einfach bedeuten, dass man diese Orte besucht. Das ist im Prinzip der eingedeutschte neue Begriff für das Erkunden von verlassenen Orten. Dazu kann man auch was auf Wikipedia finden, wenn man denn den Begriff ein bisschen erläutert haben möchte. Ja, super. Dann schon mal vielen Dank für wirklich diesen sehr interessanten Einblick in euer Hobby und hoffe auch, dass ihr da noch wahnsinnig viel Erfolg mit haben werdet. So wahnsinnig viele Fotos, die ich da jetzt gesehen habe, die mir auch wirklich gut gefallen haben. In der Hoffnung, dass der ein oder andere da draußen das entdeckt und sich vielleicht auch mal bei euch meldet, um es euch abzukaufen. Dann schon mal vielen Dank für eure Zeit. Ja, wir haben auch zu Ja, danke. danken. Und dann würde ich jetzt gern thematisch einen Sprung machen. Diesmal nicht zu den Fotos und aber nicht weniger Kunst, sondern eben in den Gaming-Bereich springen, weil der Chris ja sich des einer der wenigen Glücklichen war, die Erfolg hatten beim Kauf des Super Nintendo Super na Quatsch, Super Nintendo Entertainment System Mini. Richtig? Richtig, genau. Sehr Genau, schön. schwerer Name. Ja, seit wann denn? Also hast du es zeitnah bekommen oder mit Verspätung? Wie lief das? Ich hatte es sehr zeitnah bekommen. Einen Tag nach Release war das Paket hier. Wobei ich die erste Vorbestellerphase eigentlich verpasst hatte. Also, es war auf einmal, hieß bei Amazon, okay, jetzt gibt es das zum Vorbestellen und eine Stunde später war es weg. Sagen wir mal so. Gut, da fing es dann auch schon an mit den eBay-Preisen, von wegen, die vorbestellten Geräte werden da schon verkauft zu enormen Preisen. Und ab ging aufwärts 200 Euro, 300 Euro. Ja. Und das war also, ich habe das beim NES damals auch mitbekommen, das ist ja auch vor nicht allzu langer Zeit auch in der Mini-Version nochmal gekommen. Genau, der Die vorletzte. man dann ja später auch irgendwie, glaube ich, noch mit anderen Spielen erweitern konnte, auf dem inoffiziellen Umweg. Ja, wie war das denn? Also kann man das jetzt nur, konnte man das nur über Amazon vorbestellen oder ging es auch über irgendeine Nintendo-Seite? Wie lief das? Nee, man konnte auch bei den Elektrofachmärkten die jetzt natürlich auch vorbestellen. Das heißt, das muss bei Amazon aufgefallen, dass sehr schnell hieß, okay, Vorbestellung war nicht mehr angenommen. Und dann ging es halt über eBay, da hatte ich auch mal nachgeschaut und über die Preise. Nee, wenn man bedenkt, dass das Gerät eigentlich nur 100 Euro kostet und dann schon Aufschlag von das Doppelte quasi Ja. hat, ja gut, das ist natürlich ein Geschäft für denjenigen, das lohnt sich natürlich. Ne? Für denjenigen ist es nicht gerade empfehlenswert, wie ich finde. Ja, machen aber leider einige. Das Und diese Mini-Neuveröffentlichungen, die spielen ja für mich, soweit ich das von außen beobachten kann, immer auch so ein bisschen mit diesem ja, Nostalgiefaktor. jetzt. Vielleicht kannst du uns mal kurz beschreiben, was jetzt so das Besondere an diesem Gerät ist. Warum kaufe ich mir nicht einfach auf dem Flohmarkt ein gebrauchtes SNES?
Also das Besondere an sich ist schon mal die Spielesammlung, die vorinstalliert ist. Es sind halt quasi 20 Spiele-Klassiker drauf, plus ein bisher unveröffentlichtes Spiel. Und das ist halt auch der Anreiz für die Leute, ne? Und ich dann gesagt hat, okay, ihr kriegt halt die 20 Klassiker und dann noch eins, was noch nie vorher erschienen ist. Und schon, ja, schon sagen die Leute, okay, ich möchte das Ding unbedingt haben, weil sie eventuell Fan von Star Fox sind und da dann endlich mal den zweiten Teil spielen können. Bevor wir jetzt gleich dann so im Detail auf einzelne Spiele natürlich auch eingehen, weil da auch ja wieder also einfach Klassiker dabei sind, sind die erweiterbar, die Spiele, oder ist das eigentlich auch wieder jetzt eine fest definierte Spielesammlung? Also der Sinn dabei ist, es ist natürlich fest definiert. Man kann es theoretisch nicht erweitern. Es haben aber schon wieder Leute geschafft, natürlich sich neue Spiele drauf zu installieren. Das ist möglich, es ist aber nicht Sinn, den Nintendo anstrebt. Ne? Wir haben halt gesagt, okay, die 21 Spiele gibt es, mehr soll es eigentlich nicht drauf sein. Ne? Und ja, es gibt trotzdem Mittel und Wege. Man findet im Internet ganz leicht eine Anleitung dafür. Und ja, vielleicht fangen wir so ein bisschen vorne an. Also wie gesagt, ohne die Spiele jetzt nochmal im Detail zu haben, aber wir fangen mal bei der Verarbeitung an. Das Gerät ist ja nun, also heißt ja Mini, heißt, muss relativ klein sein. Ne? Knarzt das überall? Ist es gut verarbeitet? Was sagst du? Also von der Verarbeitung her finde ich es echt super gemacht. Es ist halt quasi vom Original ungefähr ein Viertel groß. Ich kann jetzt auch gleich nochmal ein Bild reinstellen, was du dann verlinken kannst. Wenn wir machen, ja. Nebenbei finde. Ja, die Kabellänge ist natürlich, wie schon beim NES war, sehr kurz gehalten. Also man muss quasi die Konsole auf dem Tisch stehen haben, auf dem Couchtisch stehen haben am besten, damit man überhaupt anständig spielen kann. Also es kann jetzt nicht von am Fernseher stehen, weil dann bist du ungefähr einen Meter vom Fernseher entfernt. Okay. Da haben sie auch nicht draus gelernt vom NES Mini. Muss man leider sagen. Ansonsten. Kann man das verlängern? Gibt es so Verlängerungskabel oder kann ich irgendwie sogar die alten Originalcontroller anschließen? Die alten Originalcontroller gehen leider nicht. Die Front sieht zwar sehr danach aus, ne? Es ist allerdings nur eine Blende, die klappen quasi ab und dann hat man den Anschluss für den neuen Controller. Ist das ein Anschluss, den wir schon von irgendeiner anderen Konsole kennen? Also sind das vielleicht sogar dieselben, wie zum Beispiel beim Mini-NES? Beim NES Mini war derselbe Anschluss, genau. Okay. Genau. Also wie man das auf dem Bild auch sieht, es ist quasi, die Blende ist genau dieselbe, ja. Aber die klappst du halt runter, da hast du den Anschluss für den neuen Controller. Okay. Man kann halt mit einem längeren HDMI-Kabel, ich habe mir dann extra ein knapp 10 Meter langes geholt, was auf jeden Fall gereicht hat, dass ich ganz entspannt auf dem Sofa damit spielen konnte. Und ja, sonst von der Verarbeitung her finde ich es echt super gemacht, was eventuell ein bisschen besser gewesen wäre. Früher, die Klappe war natürlich für die Module gedacht. Ne? Die ist natürlich zu, die geht nicht auf. Ich hätte es etwas toller gefunden, wenn vielleicht so ein Deko-Modul dabei gewesen wäre. Was halt so rein zum Reinstecken ist, damit es mehr Retro-Feeling hat. Okay. Ja. Also gerade, weil es ja auch diesen Retro-Flair einfach bedient und das ja einfach auch, manchmal ist es einfach ein Trend, da so ein bisschen was zu bedienen. Müsste man das nicht alles auch komplett auf einem riesengroßen oder vielleicht sogar total kleinen Röhrenmonitor spielen? Also man kann einzelne Filter auch einstellen. Ne? Man hat da sein Hubmenü, da kann man noch einstellen, ob man es auch dem Originalfilter haben möchte. Das Originalformat auch. Also das ist alles eine Sache der Einstellung, da hat man noch mehr natürlich das Retro-Feeling. Okay. Man kann dann so viele Sachen einstellen, einzelne Rahmen um das Spiel drumherum, damit man nicht nur so einen schwarzen Kasten drumherum hat. Dann, ja. Okay, ja. Also das heißt also, ich kann natürlich einfach aufgrund der modernen technischen Gegebenheiten sowieso nur umständlich an den alten Röhrenmonitor ran. Ich muss also mich damit, musste sich nicht nur damit der, mit irgendwelchen Filtern halt eben aushelfen. Genau, da das eh einen HDMI-Anschluss hat, wird es schwer mit dem alten Röhrenfernseher. Okay. Dann ist es dann doch eher das Originalgerät. Alles klar. Ja, dann stürzen wir uns mal gleich mal direkt auf die Spiele. Das ist ja eine ganze Menge, ne? Richtig, genau. Was erwartet uns denn da? Also da erwartet uns unter anderem natürlich ein Klassiker Donkey Kong Country, das ich damals auch persönlich sehr in meiner Jugend gezockt habe, oder in meiner Kindheit besser gesagt. Dann haben wir noch, ich sage jetzt einfach mal die
die bekanntesten Spiele wie Legend of Zelda, A Link to the Past. Super Mario Kart darf auch nicht fehlen. Mhm. Das ist unsere Sammlung, das wurde früher auch mit den Kumpels gezockt ohne Ende. Für viele bis heute das beste SNES-Spiel, ja. Genau, das, dem stimme ich auch zu, soweit. Okay. Das macht selbst jetzt noch total Spaß. Gerade wenn man mehrere Leute ist. Der Vorteil ist ja auch diesmal daran, dass Nintendo auch einen zweiten Controller gleich beigelegt hat bei der, bei der Konsole. Mhm. Dass man nicht den extra kaufen muss, wie es im Vorjahr beim NES-Mini war. Okay. Das heißt also, zwei Leute ist dann auch in dem Zusammenhang das Maximum, was im Multiplayer da möglich ist, ja? Richtig, wie früher halt auch. Mhm, okay. Hätte sein können, dass man irgendwie noch eine Online-Erweiterung da eingebaut hat oder so. Das ist speziell jetzt das, hätte man genauso gut auch zu viert spielen können über irgendeine Online-Party. Leider nicht. Das hat Nintendo leider nicht gemacht, weil die das halt sehr klassisch halten wollten. Mhm. Von wegen, ja, man kann zusammen spielen, aber dann halt an einem Fernsehgerät. Mhm. Ja? Eine Online-Funktion wäre wirklich auch wünschenswert gewesen. Weil. Gerade wo ich auch einen kenne, der auch halt in Bottrop wohnt, der auch eine SNES-Mini hat. Mhm. Da hat auch schon gesagt, ja, jetzt ein Online-Modus, gerade für Mario Kart, wäre echt super gewesen. Aber ist leider nicht möglich. Ist leider nicht vorhanden. Aber für einen Spieleabend mit den Leuten auf einem Sofa sitzen und den SNES-Mini zu 4, 5, wie auch immer, testen, ist auf jeden Fall angebracht. Die kleine Konsole. Man muss halt auch nicht alles ganzen Spiele einzeln mitschleppen, sondern hat die alle kompakt auf einer Konsole. Der klingt nach einem spontanen Griff, den man machen kann, wenn man abends mit einem Kumpel ein Bier trinken möchte. Einfach mal zack, einstecken und auf geht's. Das ist möglich, auf jeden Fall. Ne? Das Ding wiegt ja nichts, sagen wir mal so. Ne? Mhm. Das passt in jede Tasche, selbst fast in die Hosentasche. Von daher, da kann man ganz schnell mal zum Kumpel gehen und dann einen Zockerabend machen. Fast schon eine mobile Konsole. Ein Handheld fast schon. Unter Umständen, ja. Fehlt auch der Monitor. Ja, stimmt, ja klar. Okay, jetzt habe ich dich unterbrochen bei den Spielen, entschuldige. Kein Problem. So, bei Mario Kart war ich irgendwie, genau. Ansonsten auch Super Mario World natürlich auch dabei. Yoshi's Island, Star Fox, Secret of Mana, Final Fantasy 3. Wobei gerade bei den Story-Spielen muss ich dazu sagen, was schade ist, die Spiele sind komplett auf Englisch. Mhm. Was jetzt bei Mario, sag ich mal, bei Mario Kart vor allem nicht so tragisch ist, aber gerade wenn es um Story geht, wie bei Zelda, wie bei Final Fantasy, wie bei Secret of Mana. Es sind nun mal nicht alle so die Englisch-Profis, ne, mich eingeschlossen. Und da wird es natürlich ein bisschen schwer. Okay. Weil da halt auch viel Story dann erzählt wird und die will man natürlich verstehen. Genau. Okay. Genau, richtig. Das heißt, es gibt komplett keine großartige Lokalisation. Nein, es ist richtig. Es ist, glaube ich, weltweit das gleiche Produkt, außer in Japan. Die haben ein eigenes Modell bekommen. Mhm. Ist das richtig noch Erinnerung habe? Wo auch ein paar Spiele anders sind. Also die haben jetzt dieser gerade 5 Spiele nicht bekommen. Mhm. Dafür aber 5 andere Spiele als Ausgleich. Okay. Und da hast du jetzt alle schon einmal angespielt? Oder vielleicht sogar durch? Also durchgespielt nicht. Angespielt, ja. Ich habe die alle mal angetestet. Mhm. Also es ist quasi vom ersten Moment an, wo ich das... Ich habe gleich mit Yoshi's Island gestartet, weil ich das damals auch in der Jugend ohne Ende gespielt habe. Mhm. Also Kindheit besser gesagt. Es ist sofort, man macht das Spiel an und man fühlt sich sofort zurückversetzt. So ging es mir zumindest. Ich habe mich direkt so gefühlt, weil die Grafik, die Sounds alle genau originalgetreu sind. Es wurde halt nicht überarbeitet. Man hat halt auch wirklich, wenn mal ein Spielfehler aufgetreten ist, dann hat man den auch hier in der neuen Version quasi. Ja. Okay, das ist also wirklich sehr retro, quasi 1:1 übernommen alles. Ja. Genau, sehr retro lastig gehalten alles. Auch mit der Spielegrafik an sich. Ja, also bei Mario Kart dachte ich mir, oh Gott, und das hast du ja früher angetan, die Grafik. Ja. Aber das macht halt den Charme auch aus. Und gerade weil wir haben jetzt tausendmal Retro gesagt, glaubst du, das ist überhaupt geeignet, meinetwegen jetzt hier auch gleich Kinder an diese Sache ranzuführen? Oder ist das eigentlich optisch so abschreckend, dass das heute nicht mehr funktioniert? Also ich finde, es funktioniert schon noch heute, ne? Gerade wenn man halt das von früher kennt. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Jugendlichen ist, die jetzt, sagen wir mal, 15 Jahre alt sind oder 14 Jahre alt sind, Aha. die damit gar nicht aufgewachsen sind mit dem, die eher mit dem N64 aufgewachsen sind.
Leute können auch Gefallen dran finden, ja, an diesen alten Klassikern. Hm, aber ich weiß halt nicht gerade, wie gesagt, auch gerade bei Super Mario Kart, der Grafik. Ich glaube, die werden sich erstmal dran gewöhnen müssen. Ich glaube, die 15-Jährigen, die mit N64 aufgewachsen sind, die jetzt schon 25 sind. Ja. Ach, das stimmt. Ja, genau. Stimmt. Nee, wir werden alle älter, ne? Das war jetzt ein blödes Beispiel, aber okay. Ja, die Zeit, sie vergeht, ja, ich kenne das Thema. Richtig. Das ist uns allen bekannt. ja, du hast auch noch vorhin erwähnt, dass auch ein Spiel dabei ist, das so in der Form noch gar nicht erschienen ist. Was ist das denn? Richtig, genau. Star Fox 2. Das ist, das hatten sie damals nicht veröffentlicht, habe mich da jetzt mal schlau gemacht, aus dem Grund, das sollte eigentlich ursprünglich 95 erscheinen, aber Nintendo hat sich dann gesagt, nein, es wird nicht veröffentlicht, weil damals schon der N64 entwickelt wurde und da dann ein komplett neues Star Fox Spiel erscheinen sollte. Also wurde das quasi noch unfertig beiseite gelegt, was jetzt halt als Bonus dabei liegt. Okay. Und war es das wert? Haben wir darauf gewartet? Also ich persönlich konnte selbst mit Star Fox 1 nichts anfangen. Ich habe es angezockt, beide Sachen. Und mein persönlicher Fall wäre es jetzt nicht. Aber es gibt halt Star Fox Fans, die sich darüber natürlich freuen ohne Ende. Okay. Ja, auch endlich mal eigentlich den zweiten Teil spielen können. Also mal davon abgesehen, dass wir natürlich auch nochmal den längeren Artikel, den du geschrieben hast, hier auch verlinken werden und man sich das auch mal durchlesen kann. Vielleicht magst du uns einfach mal so nochmal so dein persönliches Gesamtfazit jetzt auch ziehen. Ist es das wert? Oder kann ich so oder vielleicht besser das NES kaufen? Ja, und natürlich auch, wie viele Sterne du vergeben hast. Also für mich war es definitiv wert, das über den SNES anzulegen. Aufgrund einer der Bandbreite von den Spielen. Also man hat für jeden Geschmack was dabei. Es ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man es wirklich zum Originalpreis bekommt, wohlgemerkt, vollkommen in Ordnung. Und halt der Vorteil ist halt wirklich auch, wenn man eine Spielesammlung komplett haben möchte und nicht gerade, weil die Spiele, wenn ich die jetzt kaufen würde, die würden dem selbst das Zelda, wenn ich das original verpackt haben möchte, ja, das ist schon bei weitem teurer als die Konsole an sich jetzt. Als die Mini-Version von der Konsole. Ich glaube, original verpackt in gutem Zustand. 150 Euro aufwärts ist man schon dabei. Okay, Halleluja. Ja. Kommt nochmal, gibt es noch eine zweite Auflage oder ist das jetzt hier einmalig gewesen? Also, es wird wohl nachproduziert. Ja. Das hat Nintendo schon gesagt. Ich weiß halt nicht, wie lange, weil selbst beim NES Mini war es dann irgendwann so, dass Nintendo gesagt haben: Ja, die probieren es hier nach, aber bis zu einem gewissen Punkt. So kann auch sein, weil das halt auch so ein Sammlerstück sein soll, dass dann irgendwann gesagt wird, okay, bis hierher und nicht weiter, es gibt keine mehr. Das kann durchaus vor, das kann durchaus passieren. Okay. Im Kickbook hatte noch jemand geschrieben, es gibt wohl auch eine Möglichkeit, diese Geschichte mit diesen Controllern zu umgehen, beziehungsweise so eine Art Modding vorzunehmen. Irgendwie das Einbauen eines Bluetooth-Chips, was genau ist das? Weißt du das? Das habe ich jetzt allerdings noch nicht gehört. Also es gibt halt auch Bluetooth-Controller, das weiß ich, das gab es auch schon beim NES Mini. Ich stelle mir das aber auch etwas unpraktisch vor, weil nämlich, wenn man ein Spiel wechseln will, wenn man sagt, okay, du hast jetzt ein paar Runden Mario Kart gespielt, möchtest jetzt aber Zelda spielen, dann musst du trotzdem quasi vom Sofa aufstehen und dann den Reset-Button auf der Konsole drücken, damit du wieder zurückkommst ins Hauptmenü. Darum, das stelle ich mir ein bisschen unpraktisch vor. Die Kabel, die nerven dann nicht so, so beim Spielen. Aber gerade das auch, gerade das mit dem Kabelcontroller macht auch so ein bisschen das Feeling vom Früher wieder her. Okay, ja klar, das gehört dann zum Retro-Feeling natürlich auch dazu. Genau, das gehört halt dazu, finde ich jetzt zumindest. Ja. Nick, wäre das was für dich? Könntest du dir vorstellen, das Ding zu kaufen? Nee. Also, ich muss sagen, ich bin als Kind wohlbehütet ohne Konsolen aufgewachsen oder auch genau das Gegenteil davon, je nachdem, wie man das betrachtet. Jedenfalls gab es bei mir in der Kindheit keine Konsolen und ich bin auch danach, als es dann nicht mehr von meinen Eltern abhing, auch nicht einmal so wirklich eingestiegen. Und deswegen fehlt für mich da dieser Nostalgiefaktor, der wahrscheinlich bei vielen eine große Rolle spielt. Es ist halt keine lebendige Kindheitserinnerung, die man nochmal irgendwie wiederholen möchte oder so. Das ist bei mir nicht gegeben.
Und ansonsten zocke ich ehrlich gesagt auch viel zu wenig, um da diese Affinität zu haben oder diesen Hang. Ja, komm, jetzt brauchst du das Ding auch noch, weil Klassiker. Okay. Also bist du jetzt eher nicht so unter die Zocker gegangen. Nee, 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 das ist nicht. Ja, ich weiß, dass du heute zeitlich auch ein bisschen eingeschränkt bist. Hast du jetzt noch Gelegenheit, dich mit uns kurz über Kingsman zu unterhalten? Genau, danke. Ja, also ich weiß nicht, ich frage mal einfach in die Runde, hat jemand von euch schon mal den Film gesehen? Kingsman: The Secret Service? Leider nicht. Leider noch nicht. Leider nicht. Den ersten habe Okay. ich gesehen vor kurzem, ne? Wie gesagt. Ja. Also ich hatte den Film damals ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. Also ich habe den Trailer zwar gesehen, weil ich mich auch da schon sehr für Filme interessiert habe, aber hatte mich jetzt nicht so ad hoc angesprochen, beziehungsweise ich dachte, ja gut, sieht nicht schlecht aus, aber muss jetzt nicht unbedingt ins Kino für gehen. Habe ihn dann eine ganze Weile später erst geguckt und war dann ein bisschen verärgert, ich hätte ihn gerne im Kino geguckt. Der Film hat mir sehr, sehr gut gefallen. Kurz zur Handlung, es geht um den jungen Exi, oder im Film heißt er Gary Unwin, Spitzname Exi. Und der lebt in einer sozial schwachen Familie. Die Mutter lebt mit jemandem zusammen, der sehr gewalttätig ist, der Alkoholiker ist. Er hat irgendwie nicht so richtig Bock auf sein Leben und macht dann jede Menge Unsinn. Dann steht er kurz davor, ins Gefängnis zu gehen, wegen eines Autodiebstahls. Und was ihn davor bewahrt, ist Harry Hart. Das ist Mitglied einer Geheimorganisation bzw. eines Geheimdienstes, der sogenannten Kingsman. Und er bietet ihm an, weil er das Potenzial nämlich sieht, in Exi auch ein Kingsman zu werden und halt diesen hehren Zielen, Bedrohungen gegen die ganze Welt und weiß Gott nicht was, halt beizutreten, also sich ausbilden zu lassen und alles aus seinem Leben zu machen. So, das Ganze basiert auf einer Comicgeschichte, auf einer Miniserie von Mark Miller, der denjenigen, die Comics lesen, sicherlich ein Begriff ist. Bei Marvel hat er Civil War geschrieben, Old Man Logan kommt auch von ihm. Da gibt es einige, so ein Kick-Ass zum Beispiel, der auch verfilmt worden ist. Da Empress. das Empress, ja, genau, danke. Also da gibt es schon einige Titel. Wer so ein bisschen sich mit Comics auskennt, den dürfte das sicherlich was sagen. Und ja, das Ganze hat wie gesagt eine Comicvorlage, die habe ich mir dann halt vor einem halben Jahr mal gekauft. Dann lag so wie viele andere Comics bei mir sehr lange im Regal, bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, so jetzt packst du dir die mal. So, und dann wollte ich natürlich mit dem positiven Eindruck aus dem Film mal an diese Vorlage rangehen und schauen, gefällt mir das genauso. So, und ja. Grundsätzlich, das Comic bzw. Film orientiert sich von der groben Handlung dann doch recht nah am Comic. Also wer den Film kennt, der wird da sehr, sehr viel auch wiedererkennen. Er ist aber grundsätzlich auch in vielen Details und von der ganzen Atmosphäre dann doch anders. Bevor ich jetzt zu sehr in diesen Vergleich gehe, erstmal, wie ich den Comic vielleicht an sich bewerte. Es ist eine ganz coole Agentengeschichte. Man fühlt sich sehr stark an James Bond erinnert, an typische Agentenfilme mit vielen technischen Gadgets, die es in der Realität natürlich dann nicht gibt. Irgendwie Autos, die Raketen schießen können, Kugelschreiber, wo Laser rauskommen. Da merkt man auch ganz klar, wo die Ideen herkommen oder welches Quellmaterial der gute Mark Miller da genommen hat. Also da erkennt man schon die Handschrift vom 007 irgendwo oder von Ian Flemings Geschichten halt. Und es ist. Der Comic ist an sich nicht so lustig, wie der Film zum Beispiel. Also, ja, es ist schwer, ich finde, es ist sehr schwer, nachdem man durch den Film so einen Eindruck bekommen hat, nicht mehr diese Vergleiche zu ziehen. Das passiert irgendwie mal so ein bisschen automatisch. Ja, es ist eine eher ernstere Geschichte, beziehungsweise es gibt auch immer wieder coole Pointen. Zum Beispiel ganz am Anfang, also neben dieser Thematik der Ausbildung bei den Kingsmen, geht es halt darum, dass weltweit Prominente verschwinden. So, und die Kingsmen versuchen rauszukriegen, woran liegt das, was passiert da? Dann gibt es da einen rätselhaften Vorfall, wo auf einer Hochzeit plötzlich sich die Leute alle abschlachten und keiner weiß, warum, was ist da passiert. Und dann gibt es zum Beispiel am Anfang ins Intro, da ist dann Mark Hamill in so einer Hütte irgendwo in den Bergen, also der Schauspieler, der Luke Skywalker gespielt hat. Und dann wird er gerade entführt und dann fragen die ihn so Sachen wie, musste die Prequel-Filme nicht total scheiße finden und so Sachen. Also die arbeiten halt auch viel mit so Referenzen an Filme, an, sag ich mal, Themen, die Fans von Filmen dann immer so ein bisschen umgehen oder wo halt immer hitzig diskutiert wird. Und das braucht er da schon, finde ich, ganz gut ein. Das bietet auch gute Pointen. Am Ende, um dann beziehungsweise den Vergleich zum Film zu machen, muss ich sagen, dass mich der Comic im Vergleich zum Film mal ein bisschen enttäuscht hat. Also der Film, finde ich, macht es genau richtig. Der peppt die Geschichte so ein bisschen auf.
Er verändert teilweise auch Charaktere in seinen Zügen. Ich weiß nicht, Andi, du hast ja den Film gesehen. Ja. Du erinnerst dich ja vielleicht noch an den Bösewicht, gespielt von Samuel Jackson. Das ist ja ein wirklich extrem bekannter Schauspieler. Gute Und Auswahl. ich fand die Idee von dem Typen ja echt cool. Also, ist ein Veganer, ne? Der kann kein Blut sehen, der lispelt. Also, das sind so, finde ich, ziemlich viele Eigenschaften, die auch cool rüberkommen im Film, zugeschrieben worden. Und Was ja im, auch eine Parallele ist zu James Bond, wo die Bösewichte ja auch immer, also häufig, irgendeine Form von Einschränkung haben. Sei Ja, es eine genau. Gesichtseinstellung, sei es ein Lispelfehler, also gibt es durchaus da auch, ja. Ja, und im Comic zum Beispiel ist das halt so ein sehr, sehr junger Typ. Also der ist dann, ich habe das Alter jetzt nicht mehr im Kopf, aber lass ihn mal Anfang 20 sein, so ein IT-Genie, der halt so ein bisschen Bubi-mäßig aussieht. Und das ist überhaupt gar kein Vergleich. Also der ist Samuel L. Jackson einfach, auch wenn es natürlich, man hier Film und Comic vergleichen muss, einfach viel, viel überzeugender geschrieben und kommt auch viel, viel besser rüber. Auch die Gags in dem Film sind meiner Meinung nach besser platziert. Also da muss man schon sagen, das ist einer der Fälle, wo ich sagen muss, da hat man aus einer Vorlage, die nicht schlecht ist, sie ist solide, aber ist auch halt nicht der Überflieger, wirklich nochmal deutlich mehr rausgeholt. Fand ich persönlich sehr interessant, habe ich so auch noch nicht oft erlebt. Also normalerweise sagt man ja immer gerade, ob es jetzt Bücher oder Comics sind, die Vorlage ist immer besser. Das ist ja das, was man dann immer vorgehalten bekommt. Hier muss ich aber sagen, wer den Comic nicht gelesen hat, kann es gerne tun, er macht nichts falsch damit. Aber ich finde halt den Film nochmal deutlich stärker. Okay. Das ist aber schon mal ein gutes Zeichen. Also haben wir so oft ja in der Form auch nicht. Gerade Comic-Verfilmungen müssen sich ja häufig mit ihrer Vorlage messen lassen. Und da ist es doch mal eine positive Ausnahme. Fällt dir noch ein anderer Film ein, wo das jemals so gewesen ist? Dass der Film besser war als der Comic? Ehrlich gesagt nicht, nee. Also ich muss aber auch sagen, es werden ja wenige Comics so direkt verfilmt. Also Marvel zum Beispiel orientiert sich ja immer nur an Fragmenten von anderen von Comic-Geschichten. Also im MCU, selbst Civil War ist ja im Grunde nur, also ist vielleicht das Grundkonzept wirklich ohne irgendwelche Details ist da ja nur übernommen worden. Und deswegen finde ich das auch relativ schwer. Ich werde es demnächst mal bei Kick-Ass sehen. Die Reihe habe ich nämlich hier auch stehen. Die sind ja auch verfilmt worden. Vielleicht ist es das nächste Mal, ist auch von Mark Miller. Aber ansonsten, keine Ahnung. Also ich Ja. müsste jetzt. Nee, ich glaube nicht. Mir fällt Müsste ein ich auf die jetzt. Schnelle, ich glaube, Watchmen ist relativ nah am Original, wobei es natürlich viel reduzierter ist und das Ende wohl auch ein anderes. Aber ich glaube, Watchmen ist ja eigentlich also hat ganz gute Kritiken unter Fans gekriegt. Aber im Gegensatz zu V wie Vendetta, das ist ja auch eine Comicvorlage, das ist ja, also glaube ich, nicht sonderlich beliebt. Aber es ist interessant, dass es auch da solche positiven Ausnahmen gibt. Vielleicht nochmal kurz zum Artwork. Ich weiß nicht, hast du da jetzt schon was verloren? Ich glaube nicht. Wie hat dir das gefallen? Ach ja, guter Punkt, danke. Ich muss sagen, die Zeichnung, das ist vielleicht auch noch so ein Punkt. Also ich fand es jetzt nicht überragend. Das ist okay. Man hat einen, finde ich, gut erkennbaren Zeichenstil gewählt. Es ist meistens sehr klar, alles gezeichnet. Es ist eine solide Kolorierung. Aber wenn man mich jetzt fragen würde, ob da irgendwie was auffällig war, ich muss sagen, es ist ziemlich durchschnittlich. Was ich sogar nicht so gut finde, ist, es gibt so ein paar Panels. Ich meine, Jack London, das ist der Onkel von Exi. Im Film hat man das abgeändert. Ich glaube, da ist er nicht direkt mit ihm verwandt und heißt auch anders. Im Film heißt er Harry Hart. Da wird er gespielt von Colin Firth. Und da liegen schon einige Jahre zwischen denen. Und es gibt halt Panels, da könntest du die eigentlich nicht auseinanderhalten, wenn du die nicht an der Kleidung oder so unterscheiden könntest. Dann finde ich, muss ich sagen, also ich würde jetzt, wenn ich mal so eine, sag mal, Top 50 Liste meiner Lieblingscomics nach Zeichenstil machen müsste, dann wäre er auf jeden Fall nicht dabei. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie grottig wäre, Gottes Willen. Mark Miller ist ja schon jemand, der sich auch mit entsprechend versierten Zeichnern zusammentun kann. Das auch macht. Aber ich weiß nicht, du hast ja auch Empress gelesen, richtig, ne? Ja. Also Empress, finde ich, hat einen wesentlich besseren Zeichenstil. Okay. Also das sticht hier nicht hervor. Und selbst das war jetzt schon nicht fantastisch, aber okay, kann ich jetzt hören, das zumindest mal einordnen. Hast du, wie sieht es aus mit Sternen? Wie würdest du die Sternevergabe diesmal vornehmen? Also ich würde sagen, so drei von fünf würde ich ihm geben. Da wir ja keine halben Sterne geben, würde ich vielleicht im Zweifelsfall auch 3,5 geben. Oder ich habe ja nochmal so ein eigenes Bewertungssystem, wo ich maximal 10 Punkte gebe. Und da habe ich ihm jetzt 7 von 10 gegeben, weil es gibt halt wirklich einige gute Stellen. Da macht das auch Spaß. Ich mag die Referenzen, die hier gemacht werden. Da gibt es so einige Dinge, die ich halt auch wirklich gut finde, aber
Ich glaube, der Comic hat in meiner persönlichen Bewertung ein bisschen darunter gelitten, dass ich halt den Film so gut fand und den Comic halt einen Ticken schlechter. So. Und wenn man das halt im Kopf hat, dann, ich weiß nicht, hat man halt natürlich auch vielleicht eine andere Erwartungshaltung. Hätte ich den Film erst nicht geguckt, vielleicht hätte ich es da besser bewertet. Aber das ist im Nachhinein immer nicht immer so einfach. Ja, vor allem, weil du halt den Storyverlauf schon kennst, du weißt ungefähr, wie es aussieht mit Wendungen, Twists eventuellen, das ist ja alles ganz neu Genau. gewesen, ne? Nee, da muss man aber auch sagen, da hat sich der Matthew Vaughn, also der Regisseur des Films, wirklich auch an die Handlung gehalten. Es sind halt viele Sachen anders zustande gekommen. Er hat halt wirklich einige Sachen geändert. Wie gesagt, Jack London im Comic heißt Harry Hart, im Film hat er eine etwas andere Rolle. Wer sich vielleicht auch daran erinnert, im Film hatte der Bösewicht eine sehr markante Leibwächterin, die diese Giselle, die diese Metallbeine hatte, beziehungsweise diese Prothesen mit Klingen besetzt. In dem Comic kommt er auch vor, allerdings ist das dann ein Mann, ein großer schwarzer Typ. Okay. Da haben sie halt ja zum Beispiel im Film eine recht athletische junge Frau genommen. So Sachen, Änderungen, muss ich aber sagen, fand ich dann auch gut. Also ich finde, das ist tatsächlich ein Beispiel dafür, wo Änderungen gegenüber der Vorlage durchaus auch mal gut sein können. Also wo Okay. die auch Sinn machen und wo man auch sagen kann, hey, eigentlich gefällt mir das, wenn ich ehrlich bin, sogar besser als die Vorlage. So. Ja, also 7 von 10 klingt jetzt auf jeden Fall nicht nach einem schlechten Comic, auch wenn die Nee. Vorlage vielleicht, also wirklich, das kann man dann schon vielleicht sogar empfehlen. Dann ist cool, vielen Dank. Wirst du den zweiten Teil auch anschauen, den zweiten Film? Irgendwann? Ich bin leider nicht dazu gekommen. Ich habe die Kritiken dazu gelesen. Die waren ja dann eher ein bisschen zurückhaltender. Also der erste Teil soll wohl deutlich besser sein. Ich werde ihn aber natürlich trotzdem gucken. Ich weiß nicht, ob ich es noch im Kino schaffe. Das ist ja mittlerweile auch immer zeitlich schwierig, wenn man da nicht irgendwie innerhalb von einem Monat dran denkt. Dann kommt er ja schon teilweise nicht mehr. Aber ich werde ihn auf jeden Fall gucken und dann gerne auch noch mal ein Wort darüber verlieren. Die Comic-Reihe wird auch übrigens fortgesetzt. Der Mark Miller hat auch mittlerweile bestätigt, dass er noch mal eine zweite Miniserie rausbringt. Und ja, vielleicht sagt mir die auch noch mehr zu. Schauen wir Okay, mal. alles klar, vielen Dank. Gerne. Norman, Stefanie, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr mal einen Comic in der Hand gehabt? Ich habe mal ganz früher mal die Limit gelesen. Da waren, glaube ich, auch immer ein paar Comics drin, aber so wirklich intensiv, glaube ich nicht. Nee. Nee, ich auch jetzt nicht so. Okay, heißt also auch, dass euch die ganzen Comic-Verfilmungen der letzten Jahre jetzt nicht unbedingt auch in die Comic-Branche getrieben haben. Nee, eher nicht so. Okay, alles klar. Dann danke ich euch allen, wie ihr heute hier wart und euch die Zeit genommen habt, hier mal am Telestammtisch teilzunehmen. Das war mir eine wahre Freude, mit euch zusammen hier heute eine Runde plaudern zu dürfen. Steffi Norman, vielen Dank. Chris, vielen Dank. Nick, vielen Dank. Und ich hoffe, dass wir uns auf jeden Fall bald wieder hören. Ciao. Ciao. Auf Tschüss. Wiedersehen. Und für euch da draußen gilt wie immer, ihr seid da herzlich eingeladen, euch bei uns zu melden. Guckt mal auf geekwiz.de im Geekbook vorbei und meldet euch einfach für den nächsten Telestammtisch an. Wir freuen uns über jeden, der seine Hobbys einfach vorstellen möchte. Ihr könnt euch genauso gut auch bei YouTube bei uns melden, Facebook, Twitter, whatever, wir sind überall. Ihr da draußen dürft auch schon gespannt sein. Wir freuen uns nämlich auf ganz viele Interviews, können wir uns freuen, die demnächst kommen. Ich war unter anderem auf der Frankfurter Buchmesse, habe dort so ziemlich alles interviewt, was im Bereich Comics unterwegs war. Gerade die Comic-Indie-Verlage hatten es mir angetan. Also ich kann den Avant-Verlag ankündigen. Ich kann ankündigen, dass ich mit einem Chef von Zwerchfell-Comics gesprochen habe. Es wird das geben zur neuen Moderne. Ich habe mit ganz vielen Indie-Künstlern gesprochen. Das wird spannend. Dann war ich gestern auf einer Veranstaltung hier in Dreieich, wo dann auch damals dieser Kreativmarkt war. Da auf der BuCon, das ist so ein Fantasy-Buch-Veranstaltungs-, also Konvent, genau, das ist der Buch-Konvent. Da gibt es auch ganz viele tolle Interviews mit Verlagen und Künstlern aus dieser Branche. Und wenn alles klappt, sind wir nächstes Wochenende auch auf der Luxor Fantastic. Das ist auch eine Comic-Veranstaltung in Bensheim hier im Rhein-Main-Gebiet, wo wir unter anderem auf den Josh vom Dantes Verlag nochmal treffen werden, den wir schon im Interview hatten. Wir werden auf die ganzen Künstler treffen, die wir zum Teil auch im schriftlichen Interview hatten, wie den Andreas Butzbach, der wird vermutlich da sein. Vermutlich wird da sein der Darko Mohadian, den wir schon im Interview hatten. Und auch noch weitere, da freuen wir uns drauf. Und wenn alles klappt, haben wir die auch vom Mikro. Dann vielen Dank nochmal. Bis bald. Auf Wiedersehen. Ciao.